Der MusicTalk Praxistalk wird präsentiert von Just Music. Alles für Musiker findet ihr in den großen Just Music Shops in Berlin, Hamburg und München. Und natürlich im Internet unter www.justmusic.de. Die Top-Deals gibt es auch bei uns. Täglich aktualisiert auf der MusicTalk Startseite. Herzlich willkommen zu MusicTalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum MusicTalk Stammtisch. Heute machen wir einen Praxistalk und es geht um das Thema Mac oder PC. Oder kann ich überhaupt einen Media Player abspielen oder nicht? So, habe ich es endlich geschafft. Es geht um das Thema Mac oder PC, Audio-Rechner richtig konfigurieren. Und dazu habe ich mir ein paar echte, naja, ich weiß nicht, beim Tom bin ich mir nicht ganz so sicher, ob er ein Fachmann ist, aber das werden wir gleich hören. mindestens zwei Experten eingeladen. Und zwar einmal den André Dubke von Hamburg-Audio. Hallo. Hallo, moin, aus Malaga. Genau, aus Malaga. Du bist nicht nur einer der Macher hinter dem Nuclear VSTi Synthesizer, regelmäßiger Stammtischteilnehmer, sondern im Prinzip baust du und verkaufst du Audio-PCs, richtig? Genau, wir bauen und konfigurieren extrem leistungsstarke, aber auch sehr, sehr leise PCs. Zum Beispiel hat das Masterlab auch ein System von uns bekommen und die sind sehr begeistert auch, was die Lautstärkeentwicklung angeht. Ja, das kann ich ja verifizieren. Ich treffe den Andreas morgen und dann frage ich mal, ob das auch wirklich alles stimmt, was du hier sagst. Aber mit dabei habe ich auch noch einen alten bekannten Mitstreiter. Das ist der Wolfgang Kundros. Hallo Wolfgang. Hallo Hans-Jörg. Du bist Chefentwickler oder einer der Chefentwickler. Ich weiß, da muss man immer vorsichtig sein, ne? Mit solchen Titeln bei Presonus Software. Wir sind ein Team. Okay, siehste, sage ich doch, ihr seid ein Team. Wir gewinnen und verlieren im Team. Highly talented people. Genau, highly talented people. Ihr programmiert Studio One. Ja. Und du hast auch schon Cubase Atari ST programmiert. Richtig. Und der Product Manager war ein gewisser, jetzt heißt er Non-Eric und macht Musetalk. Und damals dieser Hans-Jörg Non, genau. Genau, den Namen habe ich so jetzt mehrfach geändert schon. Und das ist ganz spannend, dass du dabei bist, denn abgesehen davon von der Hardware und Hardwarekosten und anderen Geschichten, ist es natürlich auch sicherlich mal interessant zu erfahren, was so hinter den Kulissen sich abspielt, was das Betriebssystem angeht, warum es zum Beispiel viel mehr VST-Synthesizer für PC gibt als für Mac und so weiter und so fort. Und dazu habe ich auch noch ein paar ganz spezielle Fragen an dich gleich, Wolfgang. Aber vorher möchte ich noch den Thomas Wendt, den Karl Kopf aus Hamburg begrüßen. Hallo Thomas. So, ich habe ja viel Humor, aber wenn du es noch einmal sagst, dann werde ich auch böse. Bei was? Das glaube ich nicht. Ja, das glaube ich nicht. Hallo Hans-Jörg. Hey, ich bin immer hier der Non-Eric, das weißt du doch. Hallo Hans-Jörg. Oh, siehst du, das ist doch, diese Leute, die sind einfach nicht zu bändigen irgendwie. Pass mal auf, wir hatten ja, ich hatte dich angesprochen bezüglich dieses Themas und da hast du gleich gewunken, hast gesagt, ja, das ist im Moment ein echtes Thema für mich. Entscheide ich mich für einen Apple-Rechner, für einen Windows-Rechner, nehme ich Laptop, bla bla bla, wie sieht das aus und wo ist im Moment so bei dir so die Fragestellung angelangt? Die Fragestellung ist angelangt, bei was mache ich, bis ich habe eine kleine Entscheidung getroffen. Und zwar stand ich vor der Frage, nachdem ich laptopmäßig, büromäßig und Musik mache und Bildverarbeitung so ein bisschen videomäßig auf dem MacBook Air umgestiegen bin letztes Jahr im November und sehr, sehr glücklich bin damit, habe ich mich dann jetzt mit der Frage konfrontiert gesehen, was mache ich mit der großen Maschine, mit wenn ich mehrere Bildschirme brauche fürs Mischen, für große Projekte und auch für größere Videoprojekte. Soll es denn dann da auch ein Mac sein oder halt PC? Und nach langem Rumwürgen und Rechnen und Überlegen bin ich dann halt zu dem Schluss gekommen, dann doch einen schnellen PC zu nehmen, weil das einfach von Kosten mehr Sinn macht und das vom Dateihandling einfach ein bisschen offener ist, wenn man professionell arbeiten will oder muss, weil beim Mac wird doch immer mehr das Betriebssystem so ein bisschen iOS-iger. Das heißt, man kann jetzt nicht mehr sichern als, also eine Sicherheitskopie oder verschiedene Versionen speichern, sondern man muss dann immer Duplikate erzeugen und das dann sichern und das ist auch ein bisschen zu im Sinne von
Ja, man muss dann so banale Sachen, man muss dann erstmal einen MP3-Codec erwerben. Ich war jetzt unterwegs 3,5 Wochen, musste eigentlich was kurz schneiden, eine Audiogeschichte, und habe dann festgestellt, dass ich nichts auf dem Rechner hatte, mit dem ich dann halt aus dieser Wave-Datei oder IFF-Datei ein MP3 machen konnte, weil man das erst irgendwo erwerben muss. Selbst bei dem Wavelab von Steinberg, was bei dem H1N ja dabei ist, ist kein MP3-Encoder dabei. Bist du leiser geworden, Tom? Das war jetzt. Ist kein MP3-Encoder dabei. Und das ist einfach, da gibt es halt so ein paar Sachen, die sind lästig. Und wobei ich aber die Apple-Hardware jetzt echt lieben gelernt habe. Und das ist halt auch, ja, echt, so ein 27-Zoll iMac ist echt Porno mit einem zweiten Bildschirm daneben. Aber wenn man dann die Leistung haben will, ist man beim Dreifachen vom Preis, als wenn man jetzt ein PC-System ausrüstet. Das ist genau auch mein Problem, Tom. Ich habe hier einen Mac Pro stehen, 5 oder 6 Jahre schon alt, gerade mal so schnell mittlerweile noch wie ein MacBook Air der neuesten Generation. Und dann habe ich noch ein altes MacBook Pro, noch aus der Generation vor der verspiegelten Serie. Und bei der Überlegung, das abzugraden, bin ich zu dem Schluss gekommen, es gibt von Apple nichts für mich. Nichts? Na, nichts, was ich einsetzen kann, weil der neue, der aktuelle, jetzt käufliche Mac Pro kostet ein Schweinegeld und ist aber technologisch gar nicht auf den neuesten Chipsatz, hat kein USB 3.0, kein Thunderbolt, nichts. Da möchte ich natürlich jetzt nicht investieren. Und ein Laptop, ich weiß es nicht, da habe ich dann wieder das Problem, ich muss 2 Bildschirme anschließen können und. Und im Moment bin ich ratlos. Deswegen habe ich mir gedacht, dann rufe ich doch mal eine Expertenrunde zusammen und kann ich das Problem vielleicht mit euch lösen. Ja, ich habe mich damit beschäftigt. Also wenn du Thunderbolt hast, du kannst dieses großartige Thunderbolt-Display von Apple anschließen ans Laptop. Und zwar sogar 2, habe ich gesehen. Das ist schon super sexy. Dann hast du das Laptop und 2 Bildschirme über Thunderbolt und mit den Bildschirmen dann 8 USB-Ports zum Beispiel. Aber die Reise geht aber trotzdem bei Apple gefühlt doch hin zu so einer Consumer-Firma. Also wenn man einfach mal so sich anschaut, was die an Profit machen mit iPhone und iPad, dann ist das ein riesengroßer Anteil geworden und die Laptop und Desktop, der Anteil am Gewinn des Unternehmens geht gravierend nach unten. Deswegen habe ich da Angst jetzt. Das weiß ich jetzt nicht, weil da kenne ich die Zahlen nicht, was die halt an Laptops verkaufen und so. Und wie gesagt, ich meine, die machen es einfach richtig, weil das Zeug ist lecker, total lecker. Ich bin dem auch komplett erlegen. Aber bei oberhalb von 3.000 Euro hört lecker dann auf und dann gebe ich lieber 1.000 Euro aus für ein komplettes Upgrade meines PC-Systems. Ja. Ein Gruß an den Michael an dieser Stelle, der sich gerade damit beschäftigt, das zusammenzubauen. Alles klar. Wolfgang, wenn ich jetzt eine Software habe wie Studio One, es wollte dich jetzt nicht vom Arbeiten abhalten da gerade, das habe ich jetzt schon mit einem Auge. Das ist das Gemeine am Videostammtisch, man sieht das immer. Was ich gerade gesucht habe hier auf dem anderen Monitor ist die Umsatzverteilung bei Apple. Und die machen immer noch 14% mit dem Mac und das ist sicherlich auch kein kleines Business. Ja, naja, aber du musst bedenken, davon, dass der Desktop, Laptop auf jeden Fall für die Leute immer noch wichtig ist und überhaupt erst mit der Integration von iPhone, iPad und Mac das Ganze überhaupt erst richtig attraktiv wird. Ne? Also, ja, aber gleichzeitig gibt es doch das ganz klare Signal von Apple an uns, an die Entwickler, an die User. Wir sind am Profimarkt nicht interessiert. Das haben sie doch ganz eindrucksvoll mit der Videogeschichte demonstriert. Final Cut. Das, glaube ich, ist eine Fehlinterpretation. Es ist ja nun nicht so, dass die Final Cut Pro absichtlich Features rausgestrippt haben. Die haben das einfach von Grund auf neu entwickelt. Und wenn man sowas macht, dann hat man zunächst mal eine ganze Menge Features weniger, wenn man damit irgendwann mal auf den Markt kommen will. Das ist. Das kennst du ja ganz besonders, ne? Als man Cubase VST auf neue Plattformen hieven musste, Cubase SX, das war ja im Prinzip ein Nuendo. Da fehlte dann in der ersten SX-Version ja auch eine Menge an MIDI-Funktionalität. Obwohl wir ja Nuendo und Cubase über ein paar Jahre parallel entwickelt haben, gerade damit Nuendo in vielen Bereichen nachziehen kann. Aber also ich würde das nicht als Signal interpretieren, dass Apple der Pro-Markt egal ist. Sicherlich, was ich glaube, ist, dass Apple einfach nicht mehr so
die Notwendigkeit hat, Software selber zu entwickeln. Das war zu dem Zeitpunkt, als sie diese Applikation an Bord genommen haben, auch Imagic gekauft haben, damals eine andere Situation. Da mussten sie sicherstellen, dass sie gerade im Media-Bereich top of the line Software auf ihrer Plattform haben. Das haben sie ja erfolgreich getan. Und jetzt inzwischen ist es halt so, dass viele Firmen, die damals den Mac verlassen haben, wieder zurückgekommen sind, wie zum Beispiel Adobe mit Premiere. Mhm. Und das deswegen für Apple nicht mehr so notwendig ist und nicht mehr so ein Fokus ist. Okay. Dann fragen wir doch einfach mal den André, der keine Erfahrung hat mit dem Mac. Richtig? Oder liebäugelt? Wenig, ja. Sehr wenig. Sehr wenig, sehr, sehr wenig. Was kostet mich denn, sagen wir mal, ich weiß, dass der aller schnellste PC ja natürlich immer überproportional teuer ist, aber was kostet mich denn ein 80% maximal schneller Audiorechner von dir auf Basis von PC-Hardware? Es hängt eigentlich gar nicht so von der Geschwindigkeit ab, es hängt in erster Linie auch von der Schalldämmung ab. Aber wenn man jetzt ein aktuelles System nimmt mit einer 250 GB SSD, 2 TB Festplatten und dem zurzeit schnellsten Intel Core i7, liegt man ungefähr so bei 1800 Euro, 1700 Euro. Okay. Ohne die komplette Schalldämmung. Okay. Jetzt ist Wolfgang. Ja, ich bin wieder da. Also das müsst ihr euch alle abgewöhnen, sonst schmeiße ich euch hier raus. Weil das ist auch immer so schön, man sieht das auch immer so. Der eine spielt Gitarre, der andere puppelt in der Nase. Der Einzige, der das brav immer alles im Griff hat, ist der André. Pass auf, Wolfgang, jetzt ist er ganz weg, okay. Wenn du mich jetzt fragen würdest, Mac PC ist eine Sache, die, finde ich, substanziell besser ist auf dem Mac, dass es da etwas gibt, das sich Audio Units nennt. Das ist doch ein Betriebssystem Standard, Core Audio, den es auf dem Mac gibt, der da wunderbar funktioniert, den es als Pendant bei Windows nicht gibt, beziehungsweise ansatzweise gibt, aber nie richtig funktioniert hat. Ja, das ist ja genau der Punkt. Der Vorteil der Mac-Plattform für Musik ist darin begründet, dass die Betriebssystementwickler ganz am Anfang schon die Anforderungen, die Audio an das Betriebssystem stellt, berücksichtigt haben. Es gab, bevor Mac OS X überhaupt auf dem Markt erschienen ist, eine Session bei Apple in Cupertino, wo sie ungefähr 30 Leute aus der Audiobranche eingeladen haben, und also Entwickler vornehmlich, und abgefragt haben, was muss das Betriebssystem tun, optimalerweise, damit Audio gut funktioniert. Da waren im Raum halt die ganzen Apple-Ingenieure und auch die Kernel-Entwickler, also Leute, die halt das Innerste vom Betriebssystem machen, das sozusagen die Rechenleistung verteilt. Und dieser Kernvorteil, der wirkt sich halt bei der erreichbaren Audiolatenz aus. Auf dem Mac hast du mit derselben Audio-Hardware immer eine geringere Latenz als unter Windows. Das heißt also, wenn ich jetzt mit Bootcamp Studio One unter Windows auf meinem Mac-Laptop laufen lasse und versuche, da kurze Latenzen hinzukriegen, dann wird es so sein, dass der Mac kleinere Latenzen zulässt. Die Mac OS X-Version von Studio One, gebootet unter Studio One. Mac. Weiß ja. Ich, warum du das Bootcamp ins Spiel bringst, weil das hat damit erstmal gar nichts zu tun. Nee, aber dann habe ich ja die gleiche Hardware, wenn ich im Mac. Du hast äquivalente Hardware, aber das Windows-Betriebssystem. Jetzt verstehe ich, worauf du hinaus willst. Ja, klar. Also selber Hardware, anderes Betriebssystem, selbe Software, anderes Ergebnis. Richtig. Und die andere Geschichte ist das Timing von Media im Betriebssystem auch vorbildlich unterstützt wird. Mhm. Da
geht es halt darum, dass MIDI-Events, wenn sie reinkommen, einen Timestamp bekommen, der sehr akkurat ist und der 1:1 korreliert ist zu Audio, sodass die Synchronisationsmechanismen auch wirklich einwandfrei funktionieren können. Und zwar mit so Millisekunden Genauigkeit. Ja, das hoffe ich doch ganz schwer. Das sind die Vorteile, die sich nach wie vor bemerkbar machen für Audio-Applikationen. Zugegebenermaßen ist der Preis dafür inzwischen relativ hoch, aber auf der anderen Seite, in früheren Zeiten hast du ja auch mal gerne 3000 Euro für ein vernünftigen Keyboard-Synth ausgegeben, weil es dir das eben wert war. Mhm. Ja? Aber da kürzen wir jetzt nochmal ab und fragen nochmal den Tom Wendt, hast du schon Erfahrung mit dieser Kombination Mac-PC? Hast du mal was tatsächlich auf deinem MacBook Air probiert und kannst da Erfahrungen wiedergeben, wie das so von den Latenzen und vom Feeling her war? Kannst du das bestätigen, was Wolfgang sagt? Ja, also aus der User-Sicht kann ich das auf jeden Fall bestätigen. Das ist mit dem MacBook wesentlich slicker und fühlt sich irgendwie tighter an und überhaupt die ganze, das ganze Erlebnis, also auch mit der Hardware und so, mit der Tastatur und so, das ist halt wesentlich besser. Wenn man zum Beispiel Riesenlieder, das hat ja diese Keyboard-Tastatur, also das QWERTY-Keyboard kann man als MIDI-Input benutzen. Das funktioniert auf dem Mac super, klasse in Echtzeit und solche Geschichten. Das ist total toll. Nur, wie gesagt, es gibt dann halt so ein paar Sachen mit dem Dateihandling und so. Und dann letztendlich die Erweiterbarkeit, das ist dann halt schon speziell. Aber ich finde, wenn man schnelles MacBook für das Musikmachen benutzt und damit dann halt noch auf ein größeres System kann, wo man halt mehr anschließen kann, wo dann halt für die Performance auch die Latenzen nicht so nötig sind, stellt sich das für mich jetzt im Moment gerade dar als eine ziemlich gute Kombination, weil das Tolle ist, dass es nicht mehr so ist wie früher, dass man immer diesen Dateiaustausch Stress hatte zwischen Mac und PC. Die sind hier beide friedlich zusammen im Netz und man kann direkt von der einen Platte auf die andere übers Netz die Daten schieben. Sodass das natürlich auch ganz gut zusammen funktioniert. Wenn man Cross-Plattform-Software benutzt, wie Studio One zum Beispiel. Was immer eine gute Empfehlung ist. Dann ist es natürlich super, weil da kann man halt direkt die Projekte aufmachen. So, aber ansonsten, wenn man halt, keine Ahnung, hier Video irgendwie aufgenommen hat, mal ein bisschen grob vorgeschnitten hat und das dann rüberschiebt, das ist mir noch eine ganz nur den Content arbeitet, das funktioniert schon ziemlich gut. Das war früher schlimmer. Zu diesen technischen Sachen, Wolfgang, ist mir jetzt eine ganz gemeine Frage eingefallen. Ja. Wenn es da Unterschiede in Betriebssystemen gibt und ich mache eine Produktion auf meinem Mac, speichere das da, exportiere das als Audio-File, mache dasselbe File auf in Studio One auf dem PC, bounce das runter. Ist das bis auf das letzte Bit dann identisch das Ergebnis oder gibt es tatsächlich Unterschiede? Das war eine gute Frage, ne? Ab und zu sind hier mal ganz gut die Fragen. Was für Plugins du verwendest und wie die intern arbeiten. Aber erstmal ist es natürlich möglich, bei identischen Plugins genau das gleiche Ergebnis zu bekommen. Auf das Bit genau. Mhm. Aber es gibt halt auch immer so zeitabhängige Geschichten wie freischwebende LFOs und so weiter, die dann verhindern, dass du halt ein bitgenaues Ergebnis hast. Aber erstmal ist das, was aus dem Programm selber rauskommt und dann ans Audio-Interface geschickt wird oder in eine Audiodatei geschrieben wird, natürlich das ist identisch. Das ist egal, ob du auf dem Mac oder Windows arbeitest. Okay, das heißt also, das ist jetzt frage ich mal den André, ich habe hier eine Seite von dir aufgerufen, da gibt es einen Hamburg Audio PC 5.0. Kannst du in etwa sagen, was denn da für Latenzen möglich sind mit diesem System, wenn ich da jetzt was für eine Hardware du empfiehlst? Das hängt immer extrem von der verwendeten Hardware ab. Da ist unter FireWire natürlich nicht ganz so viel möglich wie intern zum Beispiel, wobei es da extern sehr gute DSP-Lösungen gibt, wo man erstmal fürs saubere Monitoring von Gitarre, Vocals, alles, was man da wirklich übers Mikrofon oder über einen Line-Eingang reinschickt, erstmal gar keinen Latenz hat. Und das ist da erstmal im Prinzip ganz egal ist, was wie der Computer arbeitet. Und wir bevorzugen eigentlich diese keine Latenz-Lösung. Dann hat man ein bisschen mehr
Latenz im System und das ist für Keyboard-Spielen eigentlich unerheblich. Das funktioniert also auch noch bei 5 bis 6 Millisekunden. Man kommt mit RME aber runter auf 1, 2 Millisekunden, wenn man ein RME-Interface nimmt, ein internes PCI Express, das schon sehr schnell. Das heißt, die gute Message an den Tom, obwohl Wolfgang gesagt hat, dass es vom Betriebssystem her besser optimiert ist, ist, dass wenn du ein großes Moped kaufst mit der amtlichen Hardware, dass du dann auch genauso entspannt kurze Latenzen hast. War das jetzt eine Frage? Das war, ich habe mir jetzt gedacht, vielleicht könnte Wolfgang noch zustimmen oder nicht. Das ist doch so. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, mit ganz viel Power losgeht, dann komme ich doch wahrscheinlich auf einen sehr schnellen PC am Ende des Tages auf die gleiche Latenz wie auf einen schnellen Mac. Das ist doch hauptsächlich nur auf dieser Onboard-Geschichte das Problem, oder? Oder ist das generell besser von den Latenzen? Also, das ist es ist relativ schwierig, auf einem Windows-Rechner das zu erreichen. Und ich glaube, da ist ja auch das Geschäftsmodell von André, dass die eben Rechner konfigurieren mit Komponenten, die halt getestet sind, die halt dann letztendlich so ein Ergebnis erlauben. Aber das ist ja nicht der Normalfall. Im Normalfall kauft sich ein Anwender einen x-beliebigen PC und in der Hoffnung, dass das alles funktioniert mit Audio und stellt dann eben fest, in vielen Fällen, dass es dann nicht so gut funktioniert. Mhm. Ja. Gut, das hier, jetzt kommen wir jetzt langsam zu dem Konfigurieren-Teil, weil ich habe... Aber da muss ich dem Wolf nochmal zustimmen, dass wir also auch sehr viel Support geben an Kunden, die sich irgendwo einen Rechner gekauft haben, ein vorkonfiguriertes System. Was dann zum Teil auch sehr speziell ist vom Mainboard, irgendwie sogar kein Standardmodell ist, sondern irgendwie auf Medium zugeschnitten oder irgendwas. Und die haben teilweise wirklich echte Probleme. Also das ist teilweise so, dass das dann auch wirklich eine Totinvestition war, dass dann also wirklich noch ein neuer Rechner gekauft werden musste. Das ist durchaus vorgekommen schon. Also jetzt muss ich ja leider... Dann ist natürlich ein Mac günstiger als zwei PCs, also vor dem Hintergrund. Also da muss ich tatsächlich für Apple eine dicke, dicke Lanze brechen. Denn die Hardware, die ich habe hier, der Mac Pro, der hat nicht mal gezuckt in all den 5 oder 6 Jahren, wo ich den benutze, da lief immer alles wunderbar und ich habe auch nie wirklich diese Probleme, die ich noch von früher kannte mit dem PC, dass man da Knastern hatte, Probleme beim Hochfahren und so weiter. Gerne auch mit der Powercore-Karte, da kann auch der andere bestimmt was zu sagen. Das waren also diese Erfahrungen, die ich selber als PC-Musiker gemacht habe und muss sagen, das ist für mich tatsächlich nicht nur gefühlt, sondern das kann ich auch belegen, mit dem Mac unproblematischer ist. Ich aber nicht weiß, wie der aktuelle Stand der Technik da ist. Tom, du hast auch beide Plattformen. Würdest du das, ist das immer noch eine Herausforderung, einen PC an den Start zu bringen? Nee, finde ich nicht. Also den letzten, den habe ich irgendwo bei irgendeinem Computerladen gekauft. Der hat nicht viel gekostet und funktionierte out of the box astrein. Der Punkt ist aber letztendlich auch die alte Geschichte, wenn man den dann einigermaßen in Ruhe lässt und den nicht vollmüllt mit diverser Spielesoftware oder was weiß ich, was es da gerade so gibt, weiß ich gar nicht, dann bleibt er auch ziemlich performant. Also, der ist jetzt, ich glaube, 4 Jahre alt oder so und der war halt nicht mehr State of the Art. Da habe ich mir einfach was jetzt zusammengestellt von einem, der weiß, worum es da geht. Und das wird gerade zusammengebaut. Wahrscheinlich kriege ich den heute gar noch. Jedenfalls habe ich PC nie Probleme gehabt. Ich bin sogar, wie gesagt, bis vor einem halben Jahr glühender PC-Fan gewesen, weil ich einfach den Bang for the Buck also großartig finde. Hatte nie Probleme damit. Also früher Cubase oder jetzt Reason oder auch die Video-Software, die ich da habe. Man kann echt den ganzen Tag anlassen, durcharbeiten, da ist mir nie groß was um die Ohren geflogen. Ich kann es vielleicht an einer Hand abzählen, dass mir das Ding mal um die Ohren geflogen ist. Aber es gab auch immer nur ein bisschen Grafiksoftware, Video und Musiksoftware. Mhm. Und halt auch keine guten wilden Plugins. Frage an den Wolfgang. Könntest du das aus Entwicklersicht bestätigen, dass der PC mit vielen Applikationen, die auf dem Rechner sind, ein bisschen mehr Probleme haben könnte als der Mac? Weil ich kenne das auch. Ich habe einen vollgemüllten Mac, da kann man ja auch nichts sauber machen. Und dann läuft mein Audio-Software immer ohne Probleme. Auf dem PC haben wir dann schon öfter mal auch beim Video Probleme mit
vielen Applikationen, die gleichzeitig laufen. Das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Ja, was soll ich sagen? Also einfach Programme installieren sollte da keinen negativen Einfluss haben. Was einen negativen Einfluss haben kann, sind halt Hintergrundprogramme. Da gibt es ja nun einige, die halt sowas wie einen Auto-Updater zum Beispiel installieren. Der läuft dann in der Taskleiste und fragt ab und zu mal nach, ob eine neue Version da ist, beispielsweise. Solche Sachen machen die Leute ja schon. Und dann hast du halt eine ganze Menge Prozesse, die du eigentlich nicht brauchst. Aber stören die denn den Audiofluss auch potenziell? Können sie, aber müssen sie nicht notwendigerweise, aber können sie. Was insbesondere für Audio schädlich ist, sind Virenscanner, die sich ja teilweise in jeden Dateizugriff einhängen, zum Beispiel, oder Netzwerkzugriffe. Und das kann für Audio schon relativ schädlich sein. Okay, dann fragen wir den Fachmann, den André. Was konfigurierst du an deinem Audio-PC? Beziehungsweise was musst du tun, wenn die Kollegen zu dir kommen und sagen, bei mir knister, knaster, hier geht nichts. Was sind denn heutzutage noch die Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, um einen guten Audio-PC zu haben? Eben nicht im Internet surfen. Genau. Also es sind eigentlich, was jetzt Windows selber angeht, sind es gar nicht viele Sachen, die man machen muss. Man sollte einmal die Hintergrundoptimierung anstellen, aktivieren. Aber es sind gar nicht viele Sachen, die man machen muss. Es sind eher die Sachen, die man nicht machen sollte. Und was ich immer wieder erlebe, ist, dass wirklich alles installiert wird, was irgendwie mit irgendeiner Software, mit irgendeiner CD kommt, mit einer Chip. Und wenn dann der Startprozess so lange dauert, dass man sich im Prinzip erstmal Mittagessen holen kann, dann werden irgendwelche Registry Cleaner eingesetzt, die dann das System ganz zerschießen. Mhm. Da würde ich doch einfach davor warnen, einfach Sachen zu installieren. Was man nicht wirklich braucht, sollte man lieber nicht installieren. Das ist also ganz klar. Oder hinterher auch wieder sauber deinstallieren. Aber das ist eigentlich das Problem, dass eine Unmenge an Software installiert wird, die eigentlich nie genutzt werden kann. Ich habe hier jetzt doch eine ganze Menge Delay im Ton auf einmal. Hat einer von euch dreien irgendeinen Ton an? Das wird Ton. Also ich habe auch eine Latenz, wenn ich meine Lippen sehe. Nein, das geht nicht um Latenz, sondern einfach nur um den doppelten Ton. Doppelter Ton? Nee, wenn du sprichst, habe ich das nicht. Tom? Ich glaube, der kommt von André. Ich glaube, wir kommen auch von André. Okay. Ich bin gemutet immer. Okay, jetzt okay. Ist auch auf einmal friedlich. Da hat einer ganz heimlich jetzt irgendwas abgeschaltet. Jetzt geht's nämlich. Jetzt ist es vorbei. Okay. Ah, da war's wieder. Wer hat da was gedrückt? Das ist der André. Nein? Ich bin immer gemutet. Das mache ich immer toll. Solltest du hier zu laut sein? Kann das sein? Ja, das kann dann sein, ja. Dann empfehle ich ja auch immer Kopfhörer. Nee, du bist immer noch Echo. Mhm. Okay. Gut, wenn das was? Das stört halt einfach, wenn man sich doppelt hört. Irgendjemand hat den Ton an. Doppelt. Ja, und jetzt ist es super leise, das kann ich nicht mehr sein. Also ich habe dich ganz leise gedreht hier. Du bist es. Ich bin das? Nee, der Hans-Jörg ist das. Ja, ist klar. Okay, jetzt wollen wir aber die Zuschauer nicht weiter quälen mit unserem Problem. Wir machen immer ordnungsgemäßen Soundcheck vorher. Nicht, dass ihr denkt, wir sind so noobig, aber immer wieder gibt es kleinere technische Geschichten, die bei so einer relativ aufwendigen Geschichte wie ein Livestream mit mehreren Skype-Teilnehmern immer mal wieder vorkommt. So, jetzt habe ich einen Faden verloren. Wer nimmt den wieder auf? Ist aber ein bisschen viel mit Delay. Es ist, glaube ich, ein bisschen viel. Du kannst so nicht weiterreden. Es ist zu viel. Einen guten Windows-Rechner, also einen guten Audio-Rechner auf Windows-Basis zu konfigurieren, ist entweder Glück oder man arbeitet mit Experten. Und dann ist der Kostenvorteil, sieht dann schon wieder gar nicht mehr so toll aus. Kann man das so sagen? Könnte man so sagen. Man muss ja auch mal, man muss ja also, gleich mal verbinden. Ab einem bestimmten Level stimmt das mit Sicherheit, da gebe ich dir recht. Nur das müsste man auch mal in Relation setzen, weil wenn jetzt jemand irgendeinen PC zu Hause hat, den er in den letzten 2 Jahren gekauft hat, der kann mit Sicherheit damit ganz, ganz flüssig Musik machen.
Wenn er jetzt aber alles an tollsten, neuesten Virtual Instruments hat mit riesigen Libraries und so und kein 64-Bit-Betriebssystem hat und nicht 16 GB Arbeitsspeicher und so, dann kann das schon ein bisschen klemmen. Nur die Frage ist, wer in diese Situation hineinläuft. Ne? Also man, ich finde, man, wir sollten jetzt nicht den Menschen da draußen irgendwie ein schlechtes Gefühl vermitteln oder dafür sorgen, dass sie sich wieder schlecht fühlen, weil sie Angst haben, dass ein Bit anders sein könnte oder so. Das, worüber wir reden, setzt erst ab einem gewissen Punkt an, finde ich. Also, ne, bis hierhin kommt man schon ganz gut. Da oben wird es dann ein bisschen eng. Latenz und Timing natürlich da von Interesse ist, wo die Leute performen und aufnehmen wollen. Also ein Monitor-Mix zum Beispiel, ein virtuelles Instrument spielen und dabei ein gutes Spielgefühl zu haben, eine Gitarre durch sowas wie Gitarik zu spielen oder so. Da schlägt dann der Vorteil vielleicht durch, aber elektronische Musik zum Beispiel, das ist ziemlich schnurz sogar, würde ich sagen. Ob du auf Mac oder auf Windows arbeitest. Oder was man bei der Investition nicht ganz vergessen darf, ist auch die Upgrade-Fähigkeit. Wir haben sehr, sehr viele Kunden, die upgraden und da gibt es dann einfach ein Bundle aus Prozessor, Mainboard und Speicher. Und wenn man einmal ein vernünftiges Gehäuse und ein gutes Netzteil sich gekauft hat, selbst die Grafikkarte kann in den meisten Fällen weiterverwendet werden. Und dann liegt man vielleicht bei 600-700 € für so ein komplettes Update und man ist dann wieder auf aktuellstem Stand. Das ist beim Mac natürlich nicht ganz so einfach. Das ist schier unmöglich, ein Retina MacBook Pro auch nur ansatzweise aufschrauben zu können, geschweige denn irgendwas abzudaten. Das heißt, ich muss beim Kauf schon wissen, wie viel RAM da rein soll, wie groß die Platte ist. Was? Hat keiner was gesagt? Das war ein Delay, okay. Ja, du bist das selbst. Du sprichst mit dir selbst. Das Delay. Genau. Aber das ist jetzt toll, du bist dir zum ersten Mal selbst ins Wort gefallen, das ist großartig. Hans Dille, da werde ich ja gleich mal den André in der Regie mal fragen, was hier beim Ton heute anders ist, dass ich ein Delay haben soll. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das Problem auf dem Mac mit den aktuellen Geschichten ist, dass im Prinzip diese Dinger nicht aufzurüsten sind. Also ein iMac aufrüsten, schwierig. MacBook Pro Retina Display, unmöglich. Ins Spiel, ne? Ja, aber das ist doch nervig. Ich habe alle meine Laptops irgendwann mal mit einer größeren Festplatte oder mit mehr Speicher ausgerüstet. Was? Das kannst du auf dem Mac ja auch machen. Na gut, bei nee, kann ich nicht. Nicht. Nee, ich muss verkaufen, komplett verkaufen, nämlich ein bisschen mehr Speicher. Das ist doch Schwachsinn. Also das ist für mich ein Aspekt, da muss ich André recht geben. Das ist ein was? Ja, aber leave the church in the village, wie die Amerikaner sagen. Ich meine, diese Upgrade-Fähigkeit, das hat sich natürlich auch durch die PC-Geschichte so bei einigen Leuten eingebrannt. Ich habe noch nie meine Waschmaschine abgegradet oder so. Oder ein Synthesizer oder ein Instrument. Ich meine, das ja, im Vergleich das, müsstest das kommt, du dann ja im Prinzip deine Waschmaschine. Das ist kommt natürlich zu einem gewissen Preis. Wenn ich jetzt sage, ich will irgendwie fit sein und dieses und jenes machen, dann entscheide ich mich für ein MacBook und das hat dann die Power und die Möglichkeiten und damit komme ich dann halt schon ganz schön weit und auch lange. Wenn das dann halt nicht mehr reicht irgendwann, dann muss ich mich halt entscheiden. Aber man entscheidet sich für ein Instrument im Prinzip wieder. Und dieses Gefummel, dass es nicht möglich ist, hat dann wiederum den Vorteil, dass es einfach funktioniert und am besten also ich kann nicht aufeinander erkennen, abgestimmt ist. Tom, das warum ist an mein halt MacBook Punkt. Pro, was ich von 512 jetzt auf 4 GB aufgerüstet habe, dadurch alles, was du gesagt hast, stimmt nicht. Denn es ist ich kann meinen Wert meiner Hardware vergrößern und verlängern durch ganz geringe Investitionen und muss den Scheiß nicht verkaufen. Und es ist auch keine Waschmaschine. Doch. Nein, im Vergleich dazu müsstest du deine Waschmaschine mit immer schwererer Wäsche beladen wollen müssen, weil das ist ja so, dass die Software immer mehr Rechenleistung verbraucht. Das ist Fakt. Also da passt sich die Software sehr gut der Hardware-Industrie an. Das läuft immer schön parallel. Und im Vergleich kannst du nicht irgendwie eine 10 Jahre die gleiche Waschmaschine. Deshalb müsstest du im Prinzip deiner Waschmaschine heute das 100-fache zumuten, was du vor 10 Jahren deiner Waschmaschine zugemutet hast. Und so ist es ja nicht. Aber ich habe jetzt weniger im Kleiderschrank als früher. Das passt nicht, was du da sagst.
Und heute das wird ja eher neu gekauft, als dass man viele Klamotten hat. Ist so jetzt sagen. Mal auf den Punkt, den André angesprochen hat. Man braucht doch sowieso eigentlich weniger von allem, weil also mit allem geht doch schon so unendlich viel. Veto. Also hier zum Beispiel auf dem MacBook Air kann ich einen Song abspielen, dem PC, den ich da habe, also gerade nur mit extrem hochgesetzter Latenz abzuspielen war, mit irgendwie über 100 Spuren von diesem letzten Mischprojekt, was ich da gemacht habe. Der läuft völlig grinsend auf diesem MacBook Air ab. Ja, aber das liegt ja nur daran, dass das wird auch noch lange so sein. Also mit moderaten Sample-Raten von 44.1 arbeitet. Ich mache nur noch mit 96 Kilohertz, da wird es schon ganz schlecht mit der Performance. Und dann fragen wir mal den Wolfgang. Wolfgang, wenn du Software schreibst, ja, schreibst du dann für Maschinen vor 10 Jahren wie die Waschmaschine vom Tom? Oder guckst du, was so ein i7 denn machen kann? Und ob du nicht. Und der Tom sagt ja, es ist vom Sound her alles schon super. Ey, alles so super geil. Ich kann eigentlich auf meinem alten 386er schon fette, geile Songs machen. Absolut. Das stimmt doch alles nicht. Es ist doch gelogen. Denn. Es ist nachweislich so, dass die neueren Plugins, die ich teste, im AB-Vergleich, das konnte ich gerade auch mal wieder nachvollziehen, die Plugins werden klanglich besser. Das ist einfach so. Und AB-Vergleich, schlag mich tot. Ja, ich meine, wie Leute, ist das denn? Komm, Wolfgang. Es wird den Leuten auch Wolfgang, mehr Rechenleistung, besserer Sound oder mehr Rechenleistung bringt keine Verbesserungen mehr. Kommt drauf an. Jetzt ist er. Hast du dich stumm geschaltet, Wolfgang? Yes. Ja, alles klar. Na gut, okay, jetzt nochmal. Ja klar, es gibt halt Plugins, die nutzen die Möglichkeiten, die diese gestiegene Performance halt mit sich bringen. Hat das klangliche Auswirkungen oder macht ihr das nur, um CPU zu verbrauchen? Was? Macht man das nur, um CPU zu verbrauchen oder hat das auch klangliche Vorteile? Natürlich, oder nicht? Ein Filter, den ich mit 96 Kilohertz oder Oversampling berechnen kann, der wird doch automatisch besser klingen müssen, als der... Sampling ist auf jeden Fall ein Stichwort, wo einfach inkrementell mehr Leistung verwendet wird. Aber bei einem Verfahren wie Convolution zum Beispiel, das war ja vor einigen Jahren noch gar nicht denkbar, das in Realtime zu machen. Das bringt halt... ganz neue Möglichkeiten oder sagen wir mal viel bessere Möglichkeiten, sowas wie eine Speaker-Frequenzkurve abzubilden oder einen Raum abzusamplen, also die Reverb-Eigenschaften eines Raums abzusamplen und wiederzugeben. Solche Verfahren sind klanglich sehr hochwertig und dafür brauchst du so einen schnellen Rechner. Wenn man so Synthesizer anguckt, wie Diva zum Beispiel. Da wird ein neues, modernes Verfahren verwendet, um analoge Qualitäten abzubilden. Und der zieht ungeheuer viel Rechenleistung. Und da gibt es halt Beispiele, wo das wirklich auf eine neue Ebene geht. So. Nicht nur eine inkrementelle Verbesserung ist, wie bei Oversampling zum Beispiel, wo halt völlig neue Verfahren möglich werden. Neue Sachen werden möglich und das können sogar die Propeller jetzt bestätigen, weil die hatten mal so ein kleines Reverb in ihrem Rack und auf einmal kam so ein größeres, das mehr konnte und besser klang. Ja. Komisch, hätte doch das erste gereicht, Tom. Tom, wer dich? Was erzählst du da? Na, ich sag's dir zum Beispiel, selbst in Reason gab es mal einen kleinen Reverb. Und dann gab es den großen, wie heißt der, RV7000 oder so. Ja, der ja. auch mehr Rechenleistung verbraucht übrigens als der kleine. Das wäre ja alles unnötig gewesen. Natürlich, es gab auch mal einen Lexicon 480L. Ich glaube, das gab es schon in den 80ern. Da waren 64-Bit-Computer, die gerade mal Basic konnten, noch so groß wie meine Waschmaschine. Die mittlerweile übrigens auch kaputt ist. Und das klang trotzdem besser als vieles, was irgendwie heute noch an Plugins unterwegs ist. Weil das eigentlich dann die Algorithmen waren und so weiter. Und ich war am Montag im Studio von Dirk Baldringer. Wem der nichts sagt, könnt ihr mal gucken unter baldringer.de. Der hat ein Otari-Aufnahmesystem. Ich glaube, 48 Spuren macht das Ding. Das läuft auf einem Pentium 1. Und da, ja. das
Das klingt hammermäßig. Ist das dieses Radar? Ja, genau. Oh, das ist geil. Ach. Und ja, von daher das ist das ja relativ, nicht. weil sagen auch viele Leute, sieht man auch in Kommentaren zu diversen Geräten, wo jemand, der damit schon mehrere Alben, erfolgreiche Alben produziert hat, wo dann irgendwie so ein User wieder schreibt, ja, wenn der Mensch wüsste, dass das aber nur 44.1 und irgendwie so ein Sonnenwandler ist, dann wird er nicht so begeistert darüber reden. Naja, viele Leute benutzen es einfach und machen ihren Sound und scheren sich einen Scheiß um, was ist denn da aber so Thomas, rein rechnerisch, was sich dahinter verbirgt. Thomas, aber das finde ich halt auch immer ein bisschen gefährlich, wenn dann hier so Bedenken in die Welt getragen werden. Das ist natürlich technisch richtig, das will ich ja überhaupt nicht widersprechen. Wie gesagt, die Kirche im Dorf lassen, das ein bisschen in Relation setzen, finde ich halt sehr wichtig. Leute sollen einfach das machen, was sie jetzt schon dreimal gesagt haben. Steht, was bei Hans-Jörg auf dem T-Shirt stehen soll, steht, sollten die Leute machen. Genau. Egal, aber das eine schließt doch das andere gar nicht aus. Gute Algorithmen können super klingen, auch auf veralteter Hardware. Ja. Und neue Algorithmen können auch super klingen, auf der allerneuesten, schnellsten Hardware, weil es auf einmal neue Möglichkeiten gibt. Das ist natürlich richtig. Und wenn man dann upgraden kann, was man bei einer Waschmaschine nicht kann, kann es dann für diesen anderen Teil, wo man vielleicht was benutzen möchte, was jetzt ganz neu ist, auf ganz neuen Algorithmen, eine ganz neue Technik, die leider sehr leistungsintensiv ist, wollen wir uns doch dieser Innovation nicht verschließen, denn sonst würden ja viele Firmen, für die du auch arbeitest, schon längst in Betrieb eingestellt haben, weil eine 1.0 haben sie ja rausgebracht. Ja, das ist ja wieder ein ganz anderer Punkt. Aber warum du dein Album in 96 Kilohertz aufnimmst, das würde mich echt mal interessieren. Willst du das jetzt hören? Warum? Bitte? Weil es besser klingt und ich mehr Daten habe. Ich kann es ja hören, dass es besser mehr klingt. Mehr ist immer besser, ja. Du hörst ja nichts. Gegenüberstellen, das führt zu nichts. Also das gibt sicherlich Produktionen, wo so eine hohe Qualität notwendig ist und bezahlt wird und auch beim Kunden ankommt akustisch. Auf der anderen Seite, ein guter Song braucht kein riesen Instrumentarium, um halt rübergebracht zu werden. Wolfgang, der Musiker kann auf jedem Instrument spielen. Wolfgang, du erinnerst dich an Topaz? Ja. Das Recording von Steinberg? Ja. Du erinnerst dich an Rhythm is a Dancer? Ja. Snap? Ja, hör dir das mal an, das klingt ziemlich grottig und auch mit der Phase nicht ganz astrein, denn die Vocals wurden mit dem Topaz, hartes Recording-System, gestretched. Was wieder ein Beleg dafür ist, dass man auch mit mies klingenden, Anführungsstrichen, so mies war es natürlich nicht, aber doch nicht edel klingenden Produktionen Welthits haben kann. Und umgekehrt. Aber nochmal zu den 96 Kilohertz möchte ich mich nochmal verteidigen. Ich kenne das aus dem Videobereich. Ich könnte doch jetzt sagen, Mensch, ich bringe doch auf YouTube nur so kleine Flashfilme raus. Dann filme ich doch gleich in dem Format. Ne? Was passiert dann, sobald ich irgendeine Berechnung mache, Color Correction, irgendwann eine Überblendung, habe ich ein noch viel schlechteres Bild. Deswegen filmen wir in höherer Qualität, als wir nachher ausstrahlen. Und genauso funktioniert das bei Audio auch. Weil je mehr Daten, desto mehr Headroom ist zum Rechnen da. Irgendwann erreicht man aber kritische Masse. Ja, gut. Und ich hab letztens dieses erstaunliche Werk gefunden über die wirkliche Geschichte der Konsumenten mit dem MP3-Format. Ich kann das nochmal raussuchen. Da wurde wirklich über Blindtests und Hörtests geschrieben, wie die Leute da gequält wurden, um da wirklich mal verwertbare Daten zu kriegen. Das ist schon sehr ernüchternd, was dabei rauskommt. Ja. Aber das wollen wir alles nicht hören. Das wollen wir alles nicht hören. Blindtest, Hörtest, das ist immer ganz gefährlich. Da begibt man sich in Bereiche, wo man dann der ein oder andere das hört, was er hören will. Ne? Habe ich ja selber schon erlebt. Ja, also ein Thema bei der Mac-PC-Diskussion ist ja auch Verfügbarkeit von Plugins. Und das ist wohl so, dass es doch das eine oder andere Plugin für Windows gibt, aber nicht für Mac. Wie sieht denn das mit dem Nuklear aus? Ja. Gibt es das auch für Mac? Den gibt es für Mac und Windows. Allerdings ist es auch andersrum. Es gibt auch einige Plugins, die ich gerne mal antesten würde, die es nur für Mac gibt. Mhm.
Aber was ist denn da der Grund, Wolfgang, warum im Prinzip ich doch beim Stöber im Netz eine Menge gerade so kleinerer Firmen finde, die relativ günstige Instrumente anbieten, dass es die dann immer nur für PC gibt? Da bin ich immer ganz traurig. Was kann dahinter liegen? Liegt das an dem Standard oder am Betriebssystem oder... Liegt einfach daran, dass sehr viel mehr Leute einen Windows-Rechner haben und dann eben Leute, die auf die Idee kommen, ich bastel jetzt ein Plugin, dann die Windows-Plattform lernen und dann haben sie halt ein Produkt geschraubt und dann wird das rausgebracht. Und ob sie dann noch dazu kommen, die Mac-Plattform zu lernen und das alles darüber zu bringen, das ist dann noch die zweite Frage. Es liegt jetzt nicht daran, dass man bei Mac irgendwelche Gebühren bezahlen muss, um was programmieren zu dürfen. Nee, ne? Nee, ganz im Gegenteil. Beim Mac kannst du dir das Xcode kostenlos runterladen und sofort loslegen. Und bei Microsoft gibt es zwar die Express-Versionen, die auch vollständig reichen, um Plugins zu machen, aber für das Visual Studio Professional musst du richtig Geld hinlegen. Okay, da wusste ich gar nicht. Ich habe gedacht, es wäre umgekehrt. Es gäbe diese ganzen SDK-Sachen und Libraries und Effekt-Libraries und so, die man zum Programmieren braucht und Frameworks. Mehr für einen PC als für einen Mac. Nee. Okay, okay. Na gut. Ich habe ja auch mal Unrecht ab und an. André, zum Ende wollen wir doch noch mal ein paar konkrete Tipps weitergeben. Wenn ich jetzt bereit bin, 1.000 Euro zu investieren in ein Audio-PC, was kriege ich dann von dir? Soll natürlich super leise sein, also leise ist wichtig. So leise bitte wie mein Mac Pro, der ist nämlich leise. Und ja, Frage ist, SSD, erzähl mal, was kriege ich von dir? Ich habe 1.000 Euro, André. 1.000 Euro wird schon relativ knapp, also da wirst du auf jeden Fall keine SSD bekommen. Oh. Das wird mit 32 GB Arbeitsspeicher wird's ein bisschen knapp. Da würde ich vielleicht dann noch 200 Euro draufpacken, okay, dass man zumindest einen Speicherfall macht. Den kann man nämlich später nicht einzeln updaten. Also da müsste man den komplett rausreißen und komplett neuen einbauen. Ja, da würde ich dann schon, was die Zukunft angeht, gleich auf die 32 GB gehen. SSD? Wobei der Speicher zurzeit auch nicht sehr teuer ist. Ist ja so ein Stichwort, SSD. Wie sieht es damit aus? Ich habe mir fast vorgenommen, keinen Rechner mehr mit einer richtigen Festplatte zu nehmen. Ist wahrscheinlich nur noch Quatsch, nur noch zu teuer, oder? Die Preise sind für SSDs schwierig geworden. Da bekommt man schon so unter 200 Euro, bekommt man schon so ab 256 GB. Das Problem ist ein bisschen, dass ich es besser finde, also ich habe lieber zwei Festplatten, die ich mal entspiegel. Falls mal eine abbraucht, das ist bei einer SSD natürlich schwierig. Da muss man sich im Prinzip zwei kaufen. Dann wird es schon wieder richtig teuer. Hast du, Tom, eine SSD drin oder eine Festplatte? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum? Also im MacBook Air ist SSD drin, das ist super, alles tierisch schnell. In deinem neuen PC, und, den du dir gerade bastelst. In das neue Moped kommt 255 SSD rein fürs Betriebssystem und für die Applikationen. Und für die aktuellen Projekte, die dann halt auf eine langsame Platte, wenn sie fertig sind, ausgelagert werden. Und wir können da gerne vielleicht nochmal drüber sprechen. Ich denke, dass ich das Ding morgen am Start habe oder ich den heute noch abhole. Also es ist wie gesagt ganz frisch. Da können wir ja vielleicht mal checken, wie sich das dann bewegt hat mit der Performance. Auch im Vergleich zu dem jetzt schnelleren MacBook Air im Vergleich zum PC da drüben. André, wie sieht das aus mit der Geräuschentwicklung? Ist das immer noch so ein Problem mit den PCs, dass die, also ich muss sagen, unser Videorechner ist auch relativ leise. Selbst unter Volllast. Ja, es ist schon, also um die ganz, ganz leise zu bekommen, da ist schon ein bisschen, da muss man schon noch ein bisschen was machen. Wobei wir jetzt auch neue Gehäuse verwenden. Wir haben jetzt ganz lange Shift-Tech-Gehäuse verwendet, die zusammen mit den Komponenten von Noise Magic so eine leichte Unterdruckkühlung erlauben. Das heißt, im Prinzip herrscht ein kleines Druckgefälle im System. Dadurch hat man eine extrem gute Kühlung bei ganz, ganz geringen Lärmemissionen. Kannst du deinen Ton ein bisschen leiser stellen, bitte? Wir sind jetzt umgestiegen auf welche, die zwar auch sehr, sehr gut sind, aber doch ein Tick lauter sind dann. Das heißt, man kann da nicht mit die Luft anhalten, plötzlich immer noch nicht. Also ich habe kaum was verstanden, weil ich alles doppelt gehört habe. Kannst du bei dir den Ton bitte leiser stellen? Probier nochmal.
Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Extremes Delay im Signal. Ich verstehe nicht, warum wir immer mal ein Delay haben und dann wieder keins. Also ich mache hier jedenfalls nichts. Das klingt wie ein Electro-Harmonix-Analog-Delay mit Eimerketten. Ja, auf jeden Fall gemodelt irgendwie. Jetzt haben wir nicht verstanden, was du sagen wolltest. Wir waren bei der Geräuschentwicklung. Probier's nochmal. Diese Geräusche, die von dir kommen, die klingen wie ein Elektro-Harmonix-Fußpedal, Hans-Jörg. Ich wollte aber nicht auf diese Geräuschentwicklung zu sprechen kommen, sondern eher auf die Geräuschentwicklung des Audio-PCs von André. Also es liegt am Gehäuse. Es liegt im Prinzip am gesamten Konzept. Also was ich, wozu ich raten kann, wenn man selber so ein Konzept aufstellt, man sollte versuchen, möglichst viel Wärme nach hinten abzuführen durch Lüfter, vorne sie aber nicht passiv zuschieben. Das heißt, einfach versuchen, so viel wie möglich rauszusaugen. Vorne eine kleine Öffnung, die also ein leichtes Druckgefälle erlaubt, und dann kann man das ansonsten wirklich komplett zumachen, das Gehäuse. Also mit Dämmplatten von Noise Magic gibt es da zum Beispiel einen Stoff, der aus Wolle hergestellt wird, also auch keine Chemikalien enthält. Das ermöglicht das System extrem dicht zu machen, also was dann auch für die Geräuschemission sinnvoll ist. Und das ist so ein bisschen die andere Bauweise. Viele versuchen das offen zu bauen, viele Lüfter, aber das kühlt dann nur punktuell an einzelnen Luftverwirbelungen. Aber eine wirklich ganzheitliche Kühlung im System, die hat man eigentlich nur durch so ein leichtes Druckgefälle. Thomas, hast du dieses Thema bei deinem PC-Bauer als Priorität ausgegeben? Mach mir einen leisen PC oder habt ihr da gar nicht, das war gar nicht Thema leise, oder? Also mein PC war sehr leise, den ich hier hatte, und wir haben uns dann entschlossen, das Gehäuse und das Netzteil zu übernehmen, weil das funktioniert. Und der hat mir dann vorgeschlagen, doch vielleicht eine Wasserkühlung zu nehmen oder sowas. Ne? Müsste man keine Angst vor haben, und das wäre doch super leise. Also aber Wasserkühlung macht gar keinen Sinn. Wasserkühlung macht aus technischer Sicht also überhaupt gar keinen Sinn. Das ist Das ist sehr freundlich, dass du mich ausreden lässt. Auf einer Gangster-Menschen eine gute Sache. Aber für einen aktuellen Core-i7, da brauchst du einen ganz, ganz langsam laufenden Lüfter. Der hat sehr, die haben ja 60 Watt oder was haben die mittlerweile. Da ist eine Wasserkühlung absolut fake. Ich danke, dass du mich ausreden hast lassen, André, weil dazu wollte ich nämlich kommen, dass das mit der Wasserkühlung halt dann nicht als notwendig erachtet wurde. Und es wird dann halt ein relativ hochwertiger Lüfter genommen. Und ja, ich bin mal gespannt. Mhm. Er soll natürlich leise sein, aber jetzt nicht absolut stumm, weil mich hat das hier nie gestört. Als Tipp nochmal, es gibt von der Firma Noise Magic auch Yate Room-Lüfter, die liegen nur bei 15 Euro, glaube ich, das Stück. Die haben dann auch eine Thermoregelung, haben also nochmal einen eigenen Temperaturfühler und optimieren die Laufgeschwindigkeit. Und die sind sehr, sehr günstig und auch nicht hörbar. Also es gibt einmal die Möglichkeit, Papst zu nehmen. Yate Loom, ich schicke da auch gerne nochmal einen Link zu. Die sind ein ganzes Stück günstiger, aber auch genauso leise. Thomas. Wegmo Music. Genau. So, nee, das sind wir so fast am Ende der Spielzeit. Sie hatten zum Beispiel mal das Problem, dass ein Kunde bei der Konkurrenz gekauft hat, und der hat dann bei uns sich gemeldet und meinte, ich kann nicht mehr, mein PC, der spielt ein GIS. Das war jemand, der macht also Orchester-Arrangements, und meinte, er hat ständig einen GIS, warum, er kann nicht, muss einen anderen PC haben. Und Make Me Music ist dann nur, wenn man das so nicht kann, dann muss man da entsprechende Maßnahmen ergreifen und das mal regeln. Okay. Letzte Geschichte, die noch an Wolfgang geht. AMD-Prozessor oder Intel-Prozessor ideal, oder würdest du, wie ich, eher dann aus all den leidvollen Erfahrungen der Vergangenheit doch zu einem Intel-Protz? Weil die von der Speed her ist da ja und Preis so viel Spannung. Hat sich gezeigt, dass ja, die Leute halt viel optimieren für Intel-Prozessoren und die Intel-Tools benutzen, um zu optimieren. Und da gibt es dann auch so Geschichten wie das, wenn so eine Intel-Library einen AMD-Prozessor vorfindet, dann eben dieser schnell optimierte Intel-Code nicht ausgeführt wird. Und, herzlich willkommen zu.
aus diesen Gründen würde ich doch dazu raten, für Audio einen Intel-Prozessor zu benutzen. Ohne zu sagen, dass ein AMD-Prozessor ja eigentlich schneller ist oder ein Intel-Prozessor schneller ist, einfach aus diesen technischen Gründen ratsam. Okay, das kann natürlich. Da hätte ich auch noch mal eine Frage an Wolfgang. Es gibt ja im Prinzip zwei verschiedene Core i5 oder Core i7 Prozessoren, die man nehmen könnte. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass speziell unter Studio One, aber auch unter Cubase es eigentlich keinen großen Unterschied macht. Der einzige wichtige Unterschied zwischen Core i5 und i7 ist ja eigentlich das Hyper-Threading. Das heißt, unter Windows werden 8 Kerne erkannt, und, obwohl nur 4 physikalisch vorhanden sind. Das bringt unter Cubase und Presonus jetzt aber nicht unbedingt einen Performance-Vorteil. Gibt es da eine Info zu? Macht das Sinn, Hyper-Threading, ja oder nein? Wie sieht das Erfahrung ist, dass es doch einen Performance-Vorteil gibt, der zwar nicht so riesig ausfällt, aber er ist schon zu beobachten. Grundsätzlich, weiß ich nicht, ja, ist ein fragwürdiges Konzept. Ich habe lieber echte Cores als nur halbe. Jetzt nochmal so eine kleine Info, die ich benötige, um meinen Streit mit Holger aus dem Computerladen hinten ein bisschen weiter zu forcieren. Der behauptet nämlich immer, wenn da 8 Kerne rechnen, ist das doppelt so schnell wie 4. Und wenn da, ne, doppelt so viel Kerne, doppelt so schnell, das stimmt doch gar nicht, oder? Nicht ganz, weil du hast ja dann bei Hyper-Threading nicht doppelt so viele Kerne, sondern da ist es so, dass jeder Prozessor-Core in der Lage ist, 2 Prozesse auszuführen. Aber im großen Teil von diesem Core wird halt doch von diesen beiden Threads gemeinsam benutzt. Und das heißt, dass du eben nicht doppelte Geschwindigkeit hast bei 2 Hyper-Thread Cores oder Kern, sondern vielleicht 1,5 oder 1,3-fache Geschwindigkeit, aber eben nicht doppelte. Also ein klein bisschen sollte das dann doch bringen, André, ne? Du hast auch einen Intel. Was hast du denn für einen Prozessor, Thomas, bestellt? Ja, aber eigentlich haben wir halt die Hyper-Threading-Cores ignoriert und haben versucht, nur echte Cores zu nutzen. Aber das haben wir dann wieder rausgenommen, weil sich doch gezeigt hat, dass es was bringen kann. Jetzt ist der Thomas kurz. Ich kann ja mal. Hält uns bestimmt was entgegen. Er guckt nämlich jetzt nach, was er alles bestellt hat. Gib mal durch, was du bestellt hast. Intel Core i7 lese ich hier gerade. Welchen? 3820BX LGA 2011. Sagt euch das was? Nö. Nö. Klar. 20i382. Ja. Intel Core i7. Okay. Wir wissen ja heute Nachmittag mehr, ne? Spätestens. Was der so bringt. Genau. Wie viel Speicher kommt da rein? 16. Ja. Das ist gut. Und eine Grafikkarte, wo man drei Glotzen anschließen kann, die nur 58 Euro kostet. Mach das mal mit dem Mac. Aber Föhn hat, oder? Aber die hat dann wahrscheinlich einen Lüfter, ne? Weil die Grafikkarten sind ja dafür bekannt, gerade die Grafikkarten, dass sie extrem laut sind, was die Lüftergeräusche angeht. Deswegen verbauen wir, wenn dann so viele Anschlüsse erwünscht werden, eigentlich in der Regel 2 passive Grafikkarten. Das hat den Vorteil, man hat gleich 4 Anschlüsse, hat aber im Prinzip keine Lautstärkeentwicklung im PC, keine zusätzliche. Einspruch von Thomas. Die hat keinen Lüfter. Das ist gut. Das ist gut, ne? Gut. Hätte ich irgendwie ein bisschen Zweifel, ob das so performant ist für 3 Monitore. Bist du also sicher, dass du die gleichzeitig nutzen kannst, oder hat die nur so viele Anschlüsse? Also ich glaube, du kannst den DVI nutzen und dann den VGA oder HDMI, aber ob du die 3 gleichzeitig nutzen kannst bei dem Preis, das wage ich doch zu bezweifeln. Thomas, ich muss den André. Ich habe jetzt einfach mein Schicksal in die Hände
desjenigen gegeben, der das wahrscheinlich gerade schon zusammengebaut hat. Und der betreibt ein Studio und hat bei sich auch ein System mit 3 Monitoren laufen. Der macht das professionell und ich glaube, der weiß schon, was er tut. Hast du die denn da? Wie ist denn die Bezeichnung von der Grafikkarte? Vielleicht können wir da mal nachgucken. Also nicht jetzt, aber generell. Das ist ja interessant, genau. Auf jeden Fall mit 3 Monitoren. Pass auf, wir können ja Folgendes vereinbaren. Thomas macht beim News der Woche nächste Woche hier an derselben Stelle wieder mit und berichtet dann. Und wenn der André noch dabei ist, dann können wir dieses Thema dann in dem Zuge noch vertiefen, weil dann haben wir die Erfahrung von dir, was da am Start ist. Denn uns läuft jetzt die Zeit weg. Genau, mir auch. Ich habe nämlich noch einen Termin, ich muss den Rechner abholen. Dann, bevor ich mich bedanke bei euch, spiele ich das hier noch ein, was ihr am Montag hier auf diesem Sender sehen werdet. Das macht doch schon mal Spaß. Da braucht man sich nicht drum kümmern, immer schnell abzuschalten und wieder einzuschalten, weil man Angst hat, dass irgendwann mal die Karte voll ist. Also, das ist ein H1 von Zoom und den hast du getestet für Musetalk online am Montag 6 Uhr. Genau. Und da hast du jetzt auch ganze Zeit reingesprochen, ne? Genau. Yes. Also. Ist das Audio-Interface für Mac und PC, aber das erkläre ich da halt in diesem Beitrag. Und für gepflegte 99 Euro geht das natürlich ziemlich kontra 96 Kilohertz und hast du nicht gesehen. Ne? Also ich stehe ja auch mehr auf 192, nur da ist meine Hardware zu langsam. Viel hilft viel, Thomas, aber wir machen jetzt Schluss. Ich bedanke mich, dass er dabei war beim Wolfgang Kunrus, Chefentwickler von Presonus Software und einer der Väter von Studio One, die Software, die wir auch gerne bei Musetalk einsetzen, auch privat, in stillen Stunden. Danke, Wolfgang. Danke, Hans-Jörg. Gut, dann haben wir den André Dubke, zurzeit in Malaga, auf einem Selbstfindungstrip, deswegen auch die langen Haare und der Bart. Ja. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wir werden eventuell nächste Woche mal kurz mit Tom, wenn er auch dabei ist, mal besprechen, wie sein Audio-Ding ist. Und dann haben wir noch den Karl Kopf dabei mit seiner Shredder-Gitarre und der wird uns erzählen, was aus seinem Audio-PC geworden ist. Und zwar hier auf diesem Sender. Aber bis dahin sage ich nur noch eins und zwar Make More Music mit Musetalk. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. 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 Tschüss.